Hallo ihr Lieben, hier kommt jetzt Teil 2 und diesmal geht es tatsächlich mehr um die anderen Seiten in meinem Leben, nämlich viel dem Basteln und ich habe euch mal so ein bisschen geschaut, was habe ich eigentlich von den vielen Basteleien aktuell in meinen Zimmern stehen. Ist immer nicht ganz so einfach, weil natürlich irgendwann, also bei mir ist es nicht so dieses Instagram-Light, wo man jetzt alles schön drapiert und so. Das gibt es bei mir nicht. Dementsprechend also nicht wundern, wenn ihr die Videos dann seht oder die Teile davon. Ist eine normale Wohnung. Und dementsprechend sieht es halt auch ein bisschen wurschtelig aus. Ich habe viele Sachen, die ich so gemacht habe, nicht angehangen. Ich habe viele Sachen trotzdem sehr, sehr gerne und ich mag sie halt auch gerne austauschen. Ich habe euch jetzt nicht die Sachen gezeigt, die ich da habe, aber immer wieder mal austausche. Also das ist so der aktuelle Stand. Das sind die Sachen, die wirklich noch dastehen aktuell und die werden bestimmt auch mal wieder umgetauscht. Und dann nehme ich andere Bilder, andere Sachen. Ich habe dazu ein großes Fach, wo die Sachen drin sind, um sie eben auch mal auszutauschen. Weil ist natürlich blöd, wenn ich es jetzt bastel und keiner nutzt es letztendlich. Ne? Also dementsprechend, ich nutze die Sachen schon, ich verschenke sie zum Teil und freue mich da einfach auch drüber, wenn sich andere drüber freuen. Und genau, ansonsten, ich habe viel dieses Jahr ausprobiert, habe viele Sachen gemacht. Ich habe Glasgravur gemacht, ich habe das Brandmal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mir fehlen die Worte jetzt gerade, habe ich ausprobiert. Ich habe viele verschiedene Materialien ausprobiert. Ich habe Beton, Kerzen, Seife mache ich ja schon seit Jahren sehr gerne. Ich mag das Acrylic-Pouring so sehr gerne. Epoxidharz sowieso, ich mag es. Ich versuche immer Sachen auszutesten. Ich habe jetzt auch gerade wieder was in petto und liebe es halt tatsächlich einfach sehr, dieses mich mal auszuprobieren, bleib aber auch viel bei den Techniken, die ich gerne mag, die ich sehr favorisiere letztendlich. Das ist Acrylic Pouring, einfach weil man so viel Spontanität, da ist so viel, man hat nicht ganz so viel Einfluss drauf, also zumindest nicht so, wie ich es mache. Es gibt eine auf YouTube, die, ich mag ihre Videos sehr gerne, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, ich glaube, sie kommt aus Slowenien, ist Fiona, ich weiß es nicht, die macht das so unglaublich toll. An diese Sachen komme ich natürlich überhaupt nicht ran. Also die macht so schöne, zauberhafte Sachen und liebe es sehr, ihr dabei zuzuschauen. Und sie lädt so viele Videos auch hoch. Also da wird euch nie langweilig. Und auch Epoxidharz, da gibt es so viele YouTuber, die das Ganze so vielfältig auch machen. Ich schaue gerne von Sandra Rettich. Ich glaube, so heißt sie, die Videos, weil ich sie ganz gerne mag. Sie probiert auch immer mal wieder was Neues aus. Ich finde es manchmal immer recht langweilig, wenn es YouTuber gibt, die nur das Gleiche machen, was ich natürlich dann nicht so schön finde. Aber gut, das denkt vielleicht der eine oder andere bei mir auch, wenn ich immer wieder Epoxidharz mache, immer wieder das. Und aber wie gesagt, ich versuche ja meine Basteltechniken da einfach immer sehr abwechslungsreich zu gestalten, dass nicht immer das Gleiche kommt und versuche euch da einfach so ein bisschen mitzunehmen in Sachen und vielleicht, dass ihr es dann ausprobiert. Ich habe, also wie gesagt, ich habe so viel ausprobiert. Ich habe auch meinen ersten Vlog dieses Jahr gemacht. Da bin ich zur Fete de la Musique gegangen und ich weiß, ich habe es wieder falsch ausgesprochen. Aber ja, das war für mich eine spannende Idee. Dann habe ich so ein bisschen meinen Urlaub mitgefloppt und fand den auch sehr schön. Ich war ja alleine im Urlaub und war in Warnemünde. Ich liebe Warnemünde. Für mich ist Ostsee. Ich brauche gar nicht weit wegreisen. Mir reicht die Ostsee, mir reicht das Wasser. Ich war auch mit meiner Freundin in Senftenberg. Da war für mich einfach auch unglaublich schön letztendlich das Hotel. Ich mochte auch den Wellnessbereich, die Zimmer waren sehr schön, es war unglaublich warm in den Zimmern, muss ich dazu sagen. Also im Winter oder zumindest nicht gerade im extremen Hochsommer sollte man da vielleicht nicht hinfahren, weil da keine Klimaanlage ist.
Und aber waren für mich tatsächlich zwei Reisen, die einfach unglaublich schön waren. Und ja, dadurch habe auch ein Abschiedsvideo zu meinem kleinen Bert gemacht, was ich halt unbedingt machen wollte, wo ich alles, was ich hatte, mitgenommen habe an Videos. Und ja, ich vermisse ihn immer noch sehr, weil er für mich ein ganz, ganz tolles Schweinchen war. Und es hat mich so viel Tränen auch gezeigt von mir, dass das so, so schwer für mich war. Aber es sollte so sein, und jetzt ist Ernie noch da, und Ernie hat Lollig und Bollig an die Seite bekommen. Und da werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal ein Video zu machen, dass ich halt euch die Schweinchen nochmal vorstelle. Vereinzelt sind jetzt immer schon Videos auf den Short-Videos hochgeladen, und da könnt ihr dann immer schauen. Habe auch die Short-Videos mal mehr, mal weniger bedient. Das ist wie auf Instagram, mal ist man da, mal mehr, mal da eben nicht. Und auch TikTok, und ich liebe es natürlich. Ich freue mich da immer sehr drüber, wenn ich was hochlade und das auch gesehen wird. Aber wie gesagt, ich sage es immer wieder, nur damit es nie. Hallo ihr Lieben, hier seht ihr jetzt so ein bisschen meine kreativen Sachen, die auch in meiner Wohnung direkt sind, und eben die Leinwände zum Teil mit dem Acrylic-Pouring, das Epoxidharz. Ich mag die beiden großen Untersetzer, die ihr gesehen habt, auch das Nesthäkchen, das war mal ein DIY von jemandem, den ich auf Instagram kenne, und lieb's halt sehr. Und ja, auf Arbeit stehen übrigens auch noch ein paar Sachen, da sind auch Leinwände. Das mit dem T-Shirt zum Beispiel, was ich mit Kleber gemacht hatte. Hier sind viel so auch gegossene Sachen. Und genau, wie gesagt, es ist alles nicht Instagram-like, aber ich dachte mir, ich zeige es euch einfach mal, was noch da ist und was ihr seht. Und es sind einige Sachen, die da sind, und ich mag sie halt auch immer wieder sehen, weil ich weiß, wie viel Spaß mir das gemacht hat beim Basteln. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschön neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend, Nacht, und genießt die Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.